Vielen Dank für das Wort. Ich soll ja jetzt etwas über politischen Wettbewerb und Direktdemokratie erzählen. Und zwar, wenn ich dem Titel der Veranstaltung glaube, für junge Leute, also nicht primär für wahrscheinlich die Mehrheit der Leute, der Junggebliebenen hier in dem Raum, sondern wirklich mal für junge Leute. Und die haben natürlich allen Grund, junge Leute so zu gucken, wie sie schon in Dürers Zeiten getan haben anscheinend, nur noch viel begründeter. Und einer der Gründe dafür sind Leute wie ich hier. Denn junge Leute stehen heute unter dem Fluch der Babyboomer. Das sind Leute, die nicht nur durch den demografischen Überhang von alten Leuten in Zukunft stark auf der Tasche liegen, sondern die haben sich in der Zeit ihres Lebens auch noch an bestimmte politische und lebensmäßige Stile gewöhnt, die etwas teurer sind und gewisse Spuren in öffentlichen Haushalten hinterlassen haben. Die unter anderem eben, das war vor einer Woche, wenn ich dem Bund der Steuerzahler glauben darf, der Schuldenstand, den schon ein neugeborenes Baby gleich mitkriegt, bevor es irgendwo zu einer Bank gehen konnte und einen Kredit aufzunehmen. Das sind die Schulden, die man öffentlich hat. Ich rede jetzt gar nicht von den privaten Schulden, die durch komische Zinspolitik oder sowas angetrieben worden sind. Das ist ja auch nichts, was einfach nur so vom Himmel fällt, wirtschaftliche Schuldenkrisen, wie man es an der Finanzkrise sieht. Ja, was macht man da? Da hat man auf jeden Fall schon mal einen Grund, drüber nachzudenken, ob das so aussehen muss mit den Schulden wie in Deutschland. Man sieht in letzter Zeit ein bisschen abgenommen, das liegt wohl auch an den niedrigen Zinsen, an der Euro-Krise. Das verdanken wir sozusagen den Griechen, dass sie pleite sind. Deswegen profitieren wir von einer nicht gebührlichen Zinspolitik. Wir sehen ja im Augenblick, das funktioniert jetzt auch alles schon nicht mehr so mit Wachstum, das dadurch angekurbelt sind. Aber auf jeden Fall würden heute wir Deutsche noch mal in den Euro einsteigen müssen, müssten wir griechische Berater holen, die uns zeigen, wie wir diese Zahlen wieder so hinkriegen, dass es zu den Maastricht-Kriterien passt. Also die Schuldenlast ist enorm, der Rückgang ist wenig. Vor allen Dingen sage ich jetzt noch, dass die Gesamtschuldenanteil am Bruttosozialprodukt, die Länder und die Gemeinden sind davon besonders betroffen, noch mehr als der Bund. Ganz anders sieht es in der Schweiz aus, wenn ich da den Anteil an BIP sehe von den öffentlichen Schulden, sinkt der schon vor der Finanzkrise ganz deutlich. Und was einem besonders gefällt, gerade die Gemeinden unten, sind das, wo es schon am längsten mit den Schulden abwärts geht. Jetzt kann man natürlich sagen, das würden wahrscheinlich heute viele sagen, das übliche Begriff, die haben sich wahrscheinlich in der Schweiz kaputt gespart. Aber irgendwie haben die immer noch einen funktionierenden Sozialstaat und eigentlich wohlstandsmäßig geht es denen eigentlich besser als irgendeinem Teil der Welt sonst. Das kann es also nicht sein. Woran liegt es, dass die es a. schaffen, weniger Schulden zu haben, b. auch noch wirtschaftlich gut dazustehen? Und da gibt es gerade für Jugendliche, die suchen ja immer gerne so snappige Phrasen, da gibt es diesen schönen Ausdruck in der Finanzwissenschaft, die institutionelle Kongruenz. Das heißt, wie ist es in einem politischen System, wenn wir jetzt Entscheider, Zahler und Nutznießer getrennt haben, wie in Deutschland im föderalen Finanzausgleich, dann versucht natürlich jeder über den Entscheider, dem anderen in die Tasche zu greifen. Also der Nutznießer versucht von jemandem anders die Dinge bezahlt zu bekommen. Idealtypisch wäre es in der Politik so, in der ganzen Finanzpolitik, wenn man nicht will, dass der Staat zur Bürde wird, dass man das gleichsetzt, dass sozusagen der Zahler, der Nutznießer, der Entscheider, dass die alle gleich sind. Das ist wahrscheinlich im Staat nicht zu erreichen. Es gibt keinen Staat, der sowas kann. Das gibt es in privaten Geschäften so. Da ist das eigentlich die Anstandsregel. Das wäre eben, was eben der Vertrag zulasten Dritter, der ist in der Politik nun ganz üblich. Der ist im Privaten eben eher verboten. Wenn die zusammen wären, wäre das optimal. Aber in der Schweiz sind die offensichtlich näher dran, gerade in den Gemeinden. Da gibt es kleine Einheiten mit vielen Kompetenzen und eine direkte Demokratie. Und da sind wir eigentlich dann schon bei dem Thema. Direkte Demokratie und kleiner Staat. Ist das gut für Wirtschaft und Finanzen? Ich nehme mal ein Kriterium, wie Politik handeln muss. Unsere Stiftung gibt mit eine Studie raus, Economic Freedom of the World, wo an verschiedenen Kriterien wie Steuerhöhe, Staatsquote, Freihandel etc. pp. Gemessen wird,
wie frei ist die Wirtschaft, wie viel Freiheit hat der Bürger in der Wirtschaft. Da werden die Ergebnisse auf einer Skala von 0 völlig unfrei, Sklavenstaat, bis 10, schafft kein Staat, aber immerhin Hongkong ist bei 9 gestuft, wie frei sie sind. Und das haben wir mal korreliert. Und in freien Ländern ist ganz klar höheres Bruttosozialprodukt pro Kopf, höheres Einkommen pro Kopf, bessere Umweltqualität, weniger Analphabeten, weniger Kindersterblichkeit. Also man kann eigentlich fast jeden sozialen Faktor nehmen. Er ist in freien Nationen besser. So, und jetzt habe ich mal gedacht, naja gut, fangen wir mal mit dem Kleinen an. Wettbewerb die Kleinen, hat man einfach getan, hat man alle Staaten aufgeteilt in große bis kleine, in die Viertel. Da merken wir schon, die ganz großen Staaten stehen da so gar nicht so besonders gut da, was die wirtschaftliche Freiheit geht, während die beiden kleineren geht schon besser. Aber es ist nicht so besonders eindeutig. Es fehlen auch so ein paar Inseln, wie zum Beispiel die mikronesische Föderation. Da hat man 600 Inseln, wo 100.000 Leute drauf leben. Das ist irgendwie kein Standortvorteil. Auch das Kleinsein bringt es irgendwie dann nicht. Das würde es wahrscheinlich nicht viel besser machen würden. Aber machen wir mal, wenn wir einen Wettbewerbsraum haben, in der EU zum Beispiel, wo man kann viel über die EU in der letzten Zeit sagen können, aber es gibt wirtschaftlichen Wettbewerb und es gibt offene Grenzen. Und da merkt man, blau, die großen Staaten haben viel mehr wirtschaftliche Freiheit als die kleinen, grün gefärbt. Da ist schon ein markanter Unterschied. Offensichtlich ist der kleine Staat, wo schon mal angelegt ist, dass die institutionelle Kongruenz besser ist, schon mal ein bisschen besser. Und das schlägt sich nicht in großen Beträgen, aber immer ein bisschen auch in dem Bruttosozialprodukt pro Kopf nieder. Also kleine Staaten, man sagt ja immer, die können der Globalisierung nicht standhalten. Das ist ganz schrecklich, ein kleiner Staat zu sein. Ist es offensichtlich nicht. Offensichtlich sind Staaten wie Liechtenstein, Singapur, aber auch in Deutschland, innerhalb der EU wie Luxemburg gar nicht so schlecht dran. Deswegen, Wettbewerb zählt. Kommen wir zum Thema Föderalismus, der Wettbewerb in der Politik eines Staates. Und naja, es gibt ja verschiedene Arten von Föderalismus. Föderalismus in Deutschland heißt, dass die Länder im Prinzip auch an den Finanzströmen und an anderen Gesetzen ziemlich viel mitbestimmen. Das heißt sozusagen, es ist eigentlich ein partizipativer Zentralismus. Ich rede jetzt, wenn ich von Wettbewerb zwischen politischen Körperschaften rede, natürlich davon, ob die selber ihr Schicksal in die Hand nehmen können, ihre Politik bestimmen können und auch bestimmen können, da sind wir wieder bei der institutionellen Kongruenz, die es in Deutschland da nicht gibt, auch selber dafür sorgen können, dass sie es bezahlen. Also sozusagen, ich bestelle was und ich muss es auch selber zahlen. Und da gibt es Aufstellungen bei der OECD. Sehen Sie unten die tiefblauen, das sind die Anteile des eigenen Steueraufkommens, selbst kreierten Steueraufkommens von regionalen Körperschaften. Alles andere sind irgendwelche Umverteilungsmechanismen oder Direktzuweisungen. Da gibt es ja Unterschiede, über 40% die Schweiz. In der Türkei gibt es quasi gar nicht. Und wir sind so ein bisschen unter 10%, was die regionalen Körperschaften an Geld einsammeln können. Und wenn man die jetzt mal aufteilt, die größte, kleinste und dazwischen die mittlere Gruppe, dann sieht man die beiden mittleren Balkensysteme, dass wo der Anteil hoch ist der Eigensteueraufnahmen, die Wirtschaftsfreiheit und bei den Subkriterien Staatsumfang und Steuern die Punkteskala wesentlich besser ist als bei denen, wo die niedrig ist. Und an den beiden Rändern habe ich mal Deutschland minus weniger als 10%, Schweiz größer als 40% mal gegenübergestellt. Und da merkt man, die Schweiz ist in allen Belangen Wirtschaftsfreiheit und im Allgemeinen und Staatsumfang und Steuern besser als wir, besserer Standort. Kommen jetzt noch zum Schluss vielleicht. Was hat das auch mit der Demokratie zu tun? Natürlich, die Kleinheit, der Wettbewerbsföderalismus und die direkte Demokratie sind offensichtlich unter realen Verhältnissen ein günstiger Nährboden für gesunde finanzielle wirtschaftliche Entwicklung, aber auch für demokratische Entwicklung. Ich habe jetzt einfach nochmal das Ganze gemacht, verglich mal diese Steuerautonomie, wie die mit Demokratie nach dem Economist-Index, Demokratie-Index funktioniert. Und man muss auch feststellen, so kleinere Körperschaften, die finanzielle Autonomie haben, sind auch noch demokratischer als andere.
das ist ja mal ein bisschen ein Schimpfwort geworden unter bestimmten Kreisen, aber in dem Falle, glaube ich, tut Demokratie dem wirtschaftlichen Liberalismus gut, wenn er eben damit verbunden ist, dass es Wettbewerb gibt, dass es kleine Einheiten gibt und dass sie einen Beitrag dazu leistet, durch Direktdemokratie die institutionelle Kongruenz herzustellen. Und in dem Sinne kann man einfach sagen, klein und direktdemokratisch zu sein, lohnt sich auch sozusagen für den eigenen Geldbeutel und für das wirtschaftliche Wohlbehagen im Lande. Und das war's. Danke. Ja, herzlichen Dank. Während der Präsentation von Herrn Döring habe ich überlegt, was ist eigentlich der kommunistische Gegenpart zu dieser Überlegung, dass es der Schweiz so gut geht? Und ich bin drauf gekommen, also jetzt kommunistische Weltsicht, Karl Lauterbach, der sagt, ein Privatpatient kriegt nur deswegen nach 3 Tagen einen Termin, wo ein gesetzlich Versicherter erst nach 30 einen bekommt, weil die Privaten ja von den in der gesetzlichen Krankenversicherung geschaffenen Strukturen partizipieren. Ja? Also die gesetzlichen Krankenversicherten schaffen die Strukturen und die Privaten usurpieren sie sozusagen. Und möglicherweise, lieber Herr Dr. Döring, ist das ja mit der Schweiz ganz genauso. Dass also die Schweiz so in der Mitte von Europa davon profitiert, dass die EU ringsrum all diese wunderbaren Institutionen aufbaut. Und dann kann es einem in der Mitte richtig gut gehen. Vielleicht sollten wir darüber demnächst mal diskutieren. Dann kann man gut direkt demokratisch innerhalb der Schweiz sein, wenn die Franzosen die Autobahnen in die Schweiz bauen. Ne? Was letztlich ja auch die Frage aufwirft, warum geht es dem Franken traditionell besser als anderen Währungen?